Hunderte von Europäern und Amerikanern sind im Laufe der Jahre in den Dschungel von Kumaon gekommen. Sensationslust und Jagdleidenschaft lockten sie hierher. Aber einige unter ihnen waren in Wirklichkeit nicht auf der Jagd nach dem Tiger, sondern auf der Flucht vor sich selbst. So auch dieser Amerikaner. Ein Mann, innerlich zerrissen und vom Leben enttäuscht, der im Dschungel hoffte, vergessen zu können. Hoffentlich hat er ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen, aber ich weiß nicht, wohin er verschwunden ist. Hier liegt seine Kralle. Da, behalt sie als Talisman. Wir müssen die Nachsuche aufgeben. Es wird bald dunkel sein. Aber Sahib, ein verwundeter Tiger. Kehren wir um. Aber Herr, ihr habt ihn angeschossen. Ihr seid dafür verantwortlich. Ich weiß allein, was ich zu tun oder zu lassen habe. Das kann ja jedem mal passieren, dass er vorbeischießt. Los, komm, wir müssen uns beeilen. Das Leopardenfell brauchst du mir nicht einzupacken. Ich schenke es dir. Du kannst es verkaufen. Danke, Dr. Sahib. Was zu trinken, Doktor? Danke, nein. Ich muss wieder zu meinen Patienten. Es tut mir leid, dass Sie schon abreisen, Dr. Collins. Sehr freundlich. Ich habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt. Oh, es war ein Vergnügen für mich, einen so berühmten Arzt aus New York kennenzulernen. Fahren Sie direkt nach Hause? Nein. Ich will Elefanten jagen auf Sumatra. Und dann, ich weiß nicht. Nach Hause fahre ich nicht. Das Großwild in Manhattan interessiert mich nicht. Und was wird aus Ihrer Praxis? Die überlasse ich lieber den Eingeborenen von der Park Avenue. Ich werde meine Praxis nicht mehr ausüben. Das kann ich nicht verstehen. Kein großer Verlust. Ich war in Wirklichkeit kein guter Arzt. Nur ein erfolgreicher. Ehrlich gesagt, ich fand es ganz schön, Erfolg zu haben. Ich habe jedenfalls dabei eine Menge Geld verdient. Im Gegenteil. Wenn ich aufrichtig bin, muss ich sagen, dass mir das sehr geschmeichelt hat. Immerhin galt ich als ein Spitzenkönner auf meinem Gebiet. Aber was nützt das, wenn man dann... Dr. Collins. Doktor, ich fürchte, Sie haben Malaria. Ja, es wird wohl so sein. Aber ich dachte... Na, Sie sind hier der Arzt. Wie gesagt, ich übe meinen Beruf nicht mehr aus. Hol die Schwester her. Ich habe vorbeigeschossen. Auf 30 Schritt nur.
Vielleicht hatte ich Angst. Aber so ein winziger Moskito hat mich nun erledigt. Genauso wie der Mensch Tag für Tag um seine Existenz kämpft, muss es auch das Tier tun. Ein verwundeter Tiger, der nicht mehr so schnell ist wie der Alarmruf des Dschungels, ist zum Verhungern verdammt. Treibt ihn ruhelos durch den Urwald. Sein herrliches Fell verliert allen Glanz. Die Verzweiflung des stolzen Tieres wächst. Und es muss sich eine Beute suchen, die nicht so leicht entkommen kann. Ein Mensch dagegen kann Wunden haben, die man nicht sieht. Ein Mensch kann seine Qualen verbergen, vor sich und den anderen. Er kann versuchen, seiner Vergangenheit zu entfliehen und zu vergessen. Er kann sich einreden, dass es ihm gleichgültig ist, wenn seine Frau ihn verlässt und mit ihr sein Kind. Der Mensch hat aber auch die Möglichkeit, im Gegensatz zu anderen Lebewesen, das Leben von sich zu werfen wie eine schwere Last. Aber so handelt nicht der einfache Mensch, der dieses Leben einer harten Natur in zäher Arbeit abringen muss. Und nur wenn ein großes Unglück ihn dazu zwingt, gibt er seine Heimat auf. Was interessiert mich die Fieberkurve? Ich liege schon viel zu lange. Das ist schlechte Medizin für mich. Sie vergessen, hier bin ich der Arzt. Selbstverständlich. Aber wundern Sie sich nicht, wenn ich nachts plötzlich mal ausreiße. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Die Gegend wird von einem Tiger unsicher gemacht, der Menschen anfällt. Zuerst hat er zwei Frauen in einem einsamen Gehöft getötet. Und dann ist ihm eine ganze Familie zum Opfer gefallen. Erst vorgestern Nacht war es wieder eine Frau, kaum 3 Meilen von hier. Ach, mich wird er schon nicht fressen. Wir Weißen sind nicht so leicht zu verdauen. Sie sind nicht sehr höflich. Das Schicksal meiner Landsleute interessiert Sie wohl nicht. Wieso? Ihre Landsleute interessieren mich nicht mehr und nicht weniger als alle anderen Menschen. Sie machen sich schlechter, als Sie sind. Übrigens, ich habe die Fieberkurve gesehen. Sie haben mich gut durchbekommen. Danke. War es der Mühe wert? Als Arzt sollten Sie wissen, dass ich an Ihnen nicht mehr und nicht weniger Interesse habe als an allen anderen Kranken.
Also alles Gute, Doktor. Dr. Collins. Und nochmals vielen Dank. Das Blut der Menschen hat dem Fell des Tigers neuen Glanz verliehen. Und kein Tiger, der jemals davon gekostet hat, lässt wieder davon ab. Noch viel weniger aber wird er den Menschen vergessen, der ihn angegriffen und verwundet hat. Tiger haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Um auf der Tigerjagd Erfolg zu haben, genügt es nicht, Ausdauer, Mut und eine sichere Hand zu haben. Nur ein Mensch mit einem starken Lebenswillen hat den sicheren Instinkt für die Nähe der Gefahr, die ihn bedroht. Scheint weit und breit kein Mensch mehr zu sein. Cholera? Davon hätten wir doch gehört. Aber was dann? Vielleicht sind Sie in eine Gegend gezogen, wo der Boden besser ist. In den Bergen ist der Boden überall gleich arm, Herr. Auf alle Fälle wollen wir diesen traurigen Ort schnell verlassen. Gib mir den Arzneikasten. Der Junge ist völlig erschöpft. Bring etwas Milch. Kein Fieber, keine Verletzung. Sahib, vielleicht ist er aus dem Dorf. Er wird sich verlaufen haben, als die anderen geflohen sind. Nein, nein. Es ist kein Tiger da, keine Angst. Wir reiten weiter, bis es dunkel wird. Ja, sei. Und was geschah dann? Zuerst tötete der Tiger Mini. Und dann mein Vater. Aber Mutter rannte mit mir weg. Wir warteten an der Straße, damit uns jemand mitnimmt. Und dann? Aber wir hatten doch gar nichts mit zu essen. Und Mutter wollte mir etwas bringen. Und ich sollte mich verstecken und eine Weile auf sie warten. Aber ich habe gewartet und sie kam nicht wieder. Wenn du weinst, kannst du doch gar nicht sagen, wie du heißt. Panwa. Panwa? Ein schöner Name. Champawat ist doch nicht weit von hier. Hast du da Verwandte? Nein, niemand.
Es ist zwar ein Umweg, aber wir bringen ihn dahin. Jetzt muss er schlafen. Seit Jahrhunderten geht das Leben in den Bergdörfern seinen gewohnten Gang. Wie es scheint, ein friedliches Leben voller einfacher Freuden. Bleib stehen, wirst du dich wohl waschen lassen? Komm her! Aber hart ist der Kampf um das tägliche Brot. Immer gegenwärtig, nie vergessen. Lali, was ist, Zita? Hast du das Wasser wieder von der Quelle geholt? Mhm. Das Wasser von der Quelle ist doch viel frischer. In dieser Jahreszeit befinden sich die Männer des Dorfes draußen bei der Aussaat auf den ausgetrockneten Terrassen der Felder. Von diesem kleinen Fleckchen Land, das seit Jahrtausenden immer aufs Neue bearbeitet wurde, muss die ganze Gemeinde leben. Na rein! Ich habe an Lali gedacht, Vater. Ja, ich weiß, du hast nur Lali im Kopf, aber du sollst arbeiten. Ich habe sie doch schon so lange nicht gesehen. Wie lange? 10 Minuten? Die anderen werden dich auslachen. Ich will nicht, dass mein Sohn ausgelacht wird. Aber es war länger als 10 Minuten. Hier ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort, um von seiner Frau zu träumen. Ich kann ja verstehen, dass du verliebt bist, aber du brauchst dich dabei nicht zum Narren zu machen. Ja, Vater. Hm. Willst du frisches Wasser? Wo hast du das her? Du warst doch nicht am Brunnen. Ah, du hast mir nachspioniert. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht an deine Frau denken, wo so viel Arbeit auf dich wartet. Gangaram hat recht. Frauen verführen zur Faulheit. Ach, gut. Ist es denn unrecht, wenn ich meinem Mann eine Erfrischung bringe? Ich muss an die Arbeit. Vergiss das Wasser nicht. Ich weiß, Vater. Verzeih mir. Es war nur meine Schuld. Ich habe dir oft genug gesagt, dass du deinen Mann nicht ablenken sollst, wenn er arbeitet. Nun sei nicht so traurig. Aber auch nicht so glücklich. Hm, Frauen. Immer müsst ihr Unruhe schaffen. Wird es dir auch zu viel Unruhe schaffen, wenn eine Frau dir einen Enkelsohn schenkt? Mein Enkel wird essen wie ein junger Bär. Er wird hungern, wenn sein Vater nicht arbeitet. Arbeitet weiter. Ich bin Gangaram. Der Älteste der Gemeinde Champawa. Ich bin Dr. Collins aus Amerika. Willkommen, Dr. Sai. Ich bin auf dem Weg nach Katkodam und dann zur Küste. Aber das ist nicht die Straße nach Katkodam. Ich weiß, ich bin wegen des Jungen hierher gekommen. Was ist mit ihm? Er ist der Letzte aus dem Gehöft an der Weggabelung.
War da die Cholera? Nein, aber ich habe ihn halb verhungert im Dschungel gefunden. Ich habe ihn hierher gebracht, weil er ein Kumaoni ist wie ihr. Aber er ist allein. Was ist mit seinen Eltern? Die anderen sind weggelaufen, als der Tiger meinen Vater umgebracht hat. Könnt ihr den Jungen bei euch aufnehmen? Hm. Aber wenn der Tiger euch nachgekommen ist? Dazu ist es doch viel zu weit. Ihr habt nichts zu befürchten. Nichts zu befürchten? Wie sollen wir uns denn ohne Gewehre gegen ihn schützen? Ja, ich würde euch gerne helfen, aber meine Pläne stehen schon fest. Ich verstehe. Ihr habt einen wichtigen Beruf, Dr. Sahib. Keiner entgeht seinem Schicksal. So steht es auf unserer Stirn. Der Junge kann bei uns bleiben. Bitte, Vater, gebt ihn zu Narayan und mir. Dann bist du beschäftigt, während Narayan arbeitet. Wenn der Tiger kommt, du hast doch ein Gewehr. Du bist doch Jäger. Bitte geh nicht fort, Dr. Sahib. Komm, bei uns brauchst du dich nicht zu fürchten. Er braucht Milch und gutes Essen. Ich werde gut für ihn sorgen, Dr. Sahib. Bitte, bitte, ich will mit dir gehen. Das ist doch unmöglich, Panwa. Panwa, ist das dein Name? Komm, Panwa, willst du nicht sehen, wo du wohnen wirst? Leb wohl. Leb wohl. Panwa, vorsichtig, du fällst sonst. Aber ich will dir doch helfen. Oh. Oh, jetzt ist der Topf kaputt. Scherben bringen Glück. Da brauchst du nicht zu weinen. Lali! Lali! Ich hole den Sahib zurück. Er kann doch nicht weit weg von hier sein. Thank you.
Dr. Sahib, kommt, meine Frau stirbt. Ihr habt doch ein Distriktshospital. Sie ist schwer verletzt. Verletzt? Dann gehört sie erst recht ins Hospital. Oh, das ist doch zu weit. Nur ihr könnt sie retten. Der Arzt dort ist aber sehr gut und ich habe außerdem nur wenig Instrumente. Oh, bitte. Ohne euch wird sie sterben. Es war derselbe Tiger. Tiger? Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ihr müsst Geduld haben. Wenn sie sich bewegt oder zu sich kommt, musst du mich rufen. Ja. Ich bin in meiner Hütte. Wie geht es ihr, Dr. Sahib? Wird sie am Leben bleiben? Ich kann dir nicht viel Hoffnung machen. Sie hat sehr viel Blut verloren. Und das Kind? Das Schlimmste ist vorbei. Sie wird durchkommen. Danke, Sahib. Danke. Jetzt geh schlafen. Ja. Komplizierte Natur als Joan Collins sie hatte, hätte es jetzt nichts mehr zu überlegen gegeben. Er war sich völlig darüber im Klaren, dass das sein Tiger war. Er wusste, dass sein Verhalten viele Menschenleben gekostet hatte und wahrscheinlich noch mehr kosten würde. Und dass er die Verantwortung trug. In den Augen der Bewohner des Dorfes war er an dem ganzen Unglück schuld. Sie hielten ihn für gleichgültig, genau wie es seine Frau damals getan hatte. Aber warum sollte er nicht gleichgültig sein?
Sein ganzes Leben lang hatte er beobachtet, dass die Menschen nichts als Krieg und Zerstörung hervorrufen. Und nun sollte ausgerechnet er verpflichtet sein, ein paar Dutzend Eingeborene in Hinterindien zu beschützen? Das wollte ihm nicht in den Kopf. Ich habe beschlossen, morgen früh abzureisen. Ihr wollt uns einfach im Stich lassen? Ihr wollt keine Jagd auf ihn machen? Ich bin umgekehrt, um deiner Frau zu helfen, nicht um zu jagen. Es gibt für mich im Leben noch etwas Wichtigeres als eure Tiger. Wir erlegen den Tiger vielleicht auch ohne euch. Ruf alle Männer zusammen, Narain. Wir bauen eine Falle. Ja, Vater. Ich werde euch natürlich genügend Medizin für Lali dalassen. Schon gut. Vielleicht wird Panwa die beste Medizin für sie sein. Er muss ihr vieles ersetzen, denn eigene Kinder wird sie nie mehr haben. Und das sagt ihr uns erst jetzt, Dr. Sai? Es tut mir leid. Ich habe alles getan, was ich konnte. Das bezweifle ich nicht. Weiß sie es? Nein, das würde sie unnötig aufregen. Sie muss es wissen. Und natürlich auch Narain. Sie war eine gute Frau und eine gute Tochter. Wahr? Sie ist es doch auch noch. Nach unserer Auffassung ist sie es nicht mehr. Narain muss eine andere Frau heiraten. Aber wieso? Wir haben keine andere Wahl. Weder ich noch Narain noch Lali. Narain muss einen Sohn haben und ich einen Enkel. Narain wird für mich die Gebete sprechen, wenn ich sterbe. Und auch er muss einen Sohn haben, der dasselbe für ihn tut, wenn er stirbt. So will es unser Glaube, Dr. Sai. Aber was wird aus Lali? Sie weiß, was sie den Gesetzen unseres Volkes schuldig ist. Einfach gesagt, ihre Gefühle, ihre Liebe, ihr Leben. Zählt das alles nichts? Ist es nicht sehr selbstsüchtig, nur an sich zu denken, Dr. Sai? Das ging auf mich, weil ich nicht die Absicht habe, einem Tiger nachzujagen, der mir ganz gleichgültig ist. Ihr braucht euch keine Vorwürfe zu machen, Dr. Saib. Was ihr getan habt, habt ihr getan, weil es euch so vorbestimmt war. Ich werde es Lali sagen. Nein. Ich sage es ihr. Geht's schon besser? Mhm. Gut. Sehr gut. Ich habe eben mit deinem Schwiegervater gesprochen. Und nun, ich bleibe nicht mehr lange hier. Und darum sollte ich dir sagen, dass... Du bist ein sehr guter Patient gewesen. Was wolltet ihr mir denn eben sagen? Nur... dass du dich noch etwas schonen sollst, bis du dich wieder ganz erholt hast. Das ist alles. Nein, Dr. Sai. Ihr wolltet mir etwas ganz anderes sagen. Ihr wolltet mir sagen, dass ich niemals ein Kind haben kann. Du lebst und du bist jung. Und du wirst wieder völlig gesund werden. Das ist die Hauptsache, sonst nichts. Aber ich werde nie Mutter sein. Das wolltet ihr mir doch sagen. So ist es doch. Ja. Dr. Sahib! Darf ich? Dann musst du erst ein bisschen größer werden. Wenn ich wiederkomme, gehen wir auf die Jagd. Du kannst mir aber mal den Arzneikasten geben. Panwa, du hast doch Lali lieb. Ja, sehr, Dr. Sahib. Du musst sehr lieb zu ihr sein, bis sie wieder gesund ist. Versprichst du mir das? Ja, Dr. Sahib.
Vater, bitte sage Narayan nichts, bis ich euch verlassen habe. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich es tun, aber wenn du willst, kannst du es ihm selbst sagen, bevor du gehst. Danke. Hier, nimm und trink. Das freut mich, dass du dich um Lali kümmerst, Vater. Habt ihr die Falle schon fertig? Ja, wir müssen nur noch den Köder hinschaffen. Als ich den Doktor gesehen habe, hat er gesagt, dass du bald gesund wirst. Wirklich? Ja. Sonst hat er nichts gesagt? Ist das nicht genug? Jetzt kannst du mich bald wieder auf den Feldern besuchen, wenn ich arbeite. Und dich dann stören, damit Vater wieder schimpfen kann. Er wird sich dran gewöhnen. Du wirst ihn doch noch oft genug damit ärgern. Sein Leben lang. Narayan. Narayan, ich liebe dich so sehr. Du musst jetzt zu Bett gehen, es ist schon spät. Lauf! Es ist alles fertig zur Abreise, Dr. Sai. Wir bleiben noch ein paar Tage hier. Unser Freund scheint Hunger zu haben. Der verfolgt euch immer noch, Dr. Saib. Glaubst du wirklich? Wenn er klug ist, lässt er das bleiben. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Kein Tiger vergisst je den Menschen, der ihn verwundet hat. Die Spuren, die der Tiger hinterlassen hatte, führten nur zu seiner Hütte. Und sie zeigten John Collins, dass sein Träger die Wahrheit gesprochen hatte. Aus dem Jäger war der Gejagte geworden. Er dachte an die Worte des Dorfältesten. Keiner entgeht seinem Schicksal. So steht es auf unserer Stirn. Jetzt wusste er, dass er keine andere Wahl mehr hatte. Komm schnell!
Nein. Das ist nicht unser Tiger. Er hat noch alle 5 Krallen. Da kommt unserer. Ganz nah. Schnell, ihr müsst sofort die Falle zudecken. Das da ist dein Weibchen, er will zu ihr. Er läuft im Kreis um uns herum. Er will zu dem Weibchen. So, ihr geht jetzt alle zurück in das Dorf. Du musst bei den anderen bleiben, Narein. Hier störst du mich nur. Ich verspreche, dass ich euch nicht im Wege bin. Du solltest dich lieber um deine Frau kümmern. Dafür habe ich noch ein ganzes Leben Zeit. Das Wichtigste ist jetzt, den Menschenfresser zu erlegen. Bitte schickt mich nicht weg. Na gut, klettere auf den Baum da drüben und rühre dich nicht. Danke, Dr. Saib. Guten Tag, Lally. Wie fühlst du dich denn? Oh, danke. Du siehst gut aus. Aber dass du mir nicht wieder zur Quelle gehst. Dr. Said. Ja? Ich werde Champawat verlassen, für immer. Weiß Narein das? Nein, ich habe es ihm noch nicht gesagt.
Dann tu's. Es ist nicht leicht. Er wird dich doch nicht etwa gehen lassen. Das versteht ihr nicht. Was ist da zu verstehen? Warum verlässt du Narein? Wer verlangt das? Wie kommst du dazu, dein Leben zu zerstören? Wir leben unter einem Gesetz, das ihr nicht zu begreifen vermögt. Nein, Lalli, alle Menschen sind gleich. Sie werden gleich geboren, sie sterben gleich und sie haben das gleiche Recht auf Glück. Ich würde nicht gehen. Ich würde nicht einfach auf mein Glück verzichten. Was geht dich die Familie von Narein an? Denke an dich selbst. Ich will, dass Narein glücklich wird. Das ist wichtiger als alles andere. Aber ich bitte dich, Lalli, man gibt doch nicht sein ganzes Lebensglück auf. Sagt ihr das zu mir? Oder zu euch selbst? Verzeiht mir, Dr. Seib. Ich weiß, ihr meint es gut. Wirklich? Ja, bestimmt. Ich begleite dich ins Dorf. Wir haben beschlossen, Champawat zu verlassen. Alle. Champawat verlassen? Wie stellt ihr euch das denn vor? Wohin wollt ihr denn gehen? Habt ihr denn solche Angst vor dem Tiger? Gebt ihr euch so leicht geschlagen?
Was bleibt uns denn anders übrig, wenn wir unsere Frauen und Kinder retten wollen? Aber wo wollt ihr denn hin? Champa, was ist eure Heimat? Unsere Heimat. Wir müssen ja aushalten oder wir verhungern. Joan Collins wachte die ganze Nacht. Er dachte an seine Frau. Sie hatte ihm einmal gesagt, richtig lieben heißt, sich für einen anderen aufzuopfern. Er hatte diese Wahrheit nie verstanden. Dabei war sie so einfach zu verstehen. Sogar für zwei junge Menschen in einem entlegenen indischen Bergdorf. Ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal. Dr. Said, ihr könnt doch nicht jede Nacht im Dschungel verbringen. Ihr braucht doch mal Ruhe. Ich weiß schon, wann ich Ruhe brauche. Aber du hast eine Frau, die auf dich wartet, nicht wahr, Tarasing? Ja. Es hat keinen Zweck, sie länger warten zu lassen. Du fährst heute mit dem Ochsenkarren ab. Ohne euch, Dr. Said? Ja. Ja, aber ich warte gern. Ich kann euch doch jetzt nicht im Stich lassen. Du fährst ab. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bleibe. Ich werde schon jemand finden, der mich bis zur Küste begleitet. Aber ich kann doch nicht.
Was tust du denn da? Sag mir, Lali, was ist denn passiert? Du willst mich verlassen? Ja, Narain. Warum? Wo willst du denn hin? Oh, mein Geliebter. Ich konnte es dir nicht vorher sagen. Ich hatte Angst. Und ich wollte auch nicht. Jetzt weißt du es. Die Männer wollen morgen nicht mehr auf die Felder arbeiten gehen. Aber ich hoffe, dass ich sie noch dazu überreden kann. Woran denkst du? An Lali. Sie hat gesagt, sie will mich verlassen. Vater? Was hat das Leben denn noch für einen Sinn? Ohne Lali. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Aber du wirst selbst einsehen, dass du dich jetzt von Lali trennen musst. Du musst immer daran denken, dass du eines Tages in unserer Gemeinde meinen Platz einnehmen sollst. Das ist dir vorausbestimmt. Du weißt, keiner entgeht seinem Schicksal. Die Gemeinde wird dich niemals als ihr Oberhaupt anerkennen. Du musst wieder heiraten. Du musst einen Sohn haben. Du weißt, wie schwer es auch mir fällt. Lali, aber es muss sein. Kleiner hat geträumt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir beschützen dich. Lali, ich weiß nicht, was soll ich tun?
Wir wollen zusammen beten, Herr Rhein. Oh, Verzeihung. Kommt herein, Dr. Seid. Ich wollte nur mal nach Panva sehen. Er hat so viel Furchtbares erlebt und darum... Er schläft. Ja. Dann... Ich habe mir viel Sorge um ihn gemacht. Und... Dr. Sahib! Lali verlässt mich. Ja, ich weiß. Deshalb bin ich gekommen. Bitte sagt ihr, dass sie bei mir bleiben soll. Lali muss selbst wissen, was sie tut. Ich hätte euch nicht fragen sollen. Ihr seid ein Fremder hier. Was aus Lali und mir wird, ist allein unsere Sorge, nicht eure. Das ist nicht wahr, Narayan. Vor einigen Tagen noch hättest du recht damit gehabt. Jetzt nicht mehr. Dann gebt uns doch einen Rat. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ich würde euch gern helfen. Aber ich bin ein Arzt, der sich selbst nicht helfen konnte, nicht wusste, wie. Wisst ihr, für mich gab es nur Patienten, keine Menschen. Für mich bestand das Leben darin, Erfolg zu haben. Und ich bildete mir ein, ich wüsste, worauf es ankommt im Leben. Ich hatte keine Ahnung, dass Erfolg und Verantwortung, oder wie man es auch nennt, gar nichts wert sind, wenn man allein ist. Mir lag die ganze Welt zu Füßen, aber ich hatte niemand, der sich mit mir darüber freute. Wie soll ich euch das erklären? Allein zu sein, das ist das Schrecklichste. Das wird euch nicht viel helfen. Wenn ihr mich braucht, ich bin immer für euch da. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Wir bleiben zusammen. Narayan, ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Niemals. Wir verlassen Champava. Wir gehen fort. Dann kann uns niemand mehr trennen. Nein, das darf nicht sein. Du musst deinen Sohn haben. Du musst dich wieder verheiraten. Aber du hast doch gehört, was der Sahib gesagt hat. Was weiß der Sahib vom Leben unseres Volkes? Tausende von Jahren war die Erde wüst und leer. Wir Menschen sind die ersten lebenden Wesen hier. Du und ich. Und alles Leben bekommt seinen Sinn nur durch uns. Die Kuh, das Schaf und auch der Tiger, der uns bedroht. Und der weiße Sahib, der uns hilft. Na rein, sieh nur. Da ist der Mond, schön und rein wie am ersten Tage der Schöpfung. Viele Geschlechter sind uns vorausgegangen. Und viele lebten vielleicht vergebens, ohne Spuren zu hinterlassen. Aber nicht du. Alles, was ich an dir liebe, darf nie vergehen. Und soll in deinen Kindern für immer weiterleben. Du darfst mich nicht verlassen. Wenn wir nicht auf die Felder gehen, werden wir verhungern. Wollt ihr denn an der Furcht zugrunde gehen? Der weiße Sahib ist hier zu unserem Schutz. Wo war er denn, als nicht, dass man getötet wurde? Der Tiger ist klüger als alle weißen Sahibs. Dann müssen wir den Tiger erlegen. Wir müssen eine Ziege anbinden. Was nützen Köder bei diesem Tiger? Der frisst doch nur Menschen. Ist denn niemand da, der keine Furcht vor dem Tiger hat?
Ich muss jetzt fortgehen. Wenn ich weg bin, sprichst du das Gebet, das du gelernt hast. Vom lieben Gott, der über die kleinen Kinder wacht, soll ich das? Ja, sag es auf und langsam. Wenn du fertig bist, gehst du zum Dr. Sahib und sagst ihm, dass ich zur Quelle gegangen bin. Aber Lali, das ist doch der Tiger. Sage Dr. Sahib, dass ich an der Quelle auf ihn warten werde. Er weiß schon warum. Wirst du mir gehorchen? Ganz bestimmt, Lali. Ich muss jetzt gehen. Steh auf und zieh dich an. Und dann bete. Ja, Lali. Ich rufe dich an. Alle kleinen Kinder der Erde lieben dich. Dr. Sahib! Dr. Sahib! Dr. Sahib! Lali ist an der Quelle. An der Quelle? Warum? Sie hat gesagt, sie wartet dort auf dich. Zurück. Du darfst nicht weg.
Das Dorf will, dass du bleibst, weil du dich opfern wolltest. Sie wollen, dass wir Panwa aufnehmen als unseren Sohn. Panwa!